und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, weiter geht's. Ich glaube, wir müssten jetzt in diesem Areal eigentlich alles soweit erkundet haben. Also ich sehe jetzt auf jeden Fall auch nichts mehr. Dort oben, das haben wir auch gelootet. Müsste eigentlich alles sauber sein. Ich frage mich bloß, warum hier so ein blöder Stein im Weg war. Hier ist er eigentlich gar nichts. Der Gang ist eigentlich... Ist er schon wieder da? Ist eigentlich für den Arsch, kann man sagen. Aber nun ja, okay. So, da ist die Kette, die ich meinte. Und die werden wir jetzt mal probieren. Ich höre irgendwas. Denk mal, dass hier die Brücke vielleicht hochgeht. Oder sogar das Tor dort. Okay. Dann würde ich sagen, noch runter. Und dann schieben wir mal den hier weiter. Und zwar genau dort vor, dass wir darüber springen können. Gleich ein paar Gegner kommen. Also alles kaputt schlagen hier. Kaputt schlagen. So. Looten! Beschwörung spürt Spektralfackeln, die sich in den Boden stürzen. Falkenflug. Okay. Ach so, das ist für Kleen. Dann machen wir das doch mal. Und wir verbessern 3000. Oh. Und das geht, haben wir sogar schneller Schaden? Ist der Wolf besser? Komm, wir verbessern es jetzt einfach, weil es egal ist. Genau. Haben wir uns Schauen wir mal, ob das was Geiles ist. Nee. Hier ist ein Shorty. Shorties sind immer gut. Hier ist Energie, die brauchen wir nicht. Der sieht schwer aus. Ja, Kratos hat die Power. Komm, mach mal. Geschafft! Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang. Schaffen es nach oben. Ja, davon bekommen doch wahrscheinlich 300.000 Gegner, die uns den Tod wünschen. Ich speichere mal. Na, machen wir mal ein neues Ding. Okay. Ihr habt so viel Energie jetzt, mir kommt das ein bisschen komisch vor. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Das habe ich genau gewusst. Das habe ich genau gewusst.
Der Enrage oder was? Zurück zum Rad. Jetzt sollen wir erst bei Energie. Hier ist eh alles voll. Okay, jetzt schauen wir mal, hat der noch was fallen lassen? Der Fetti. Dann schauen wir noch mal, was der noch fallen lassen hat. Und wo gehen wir jetzt hin? Schwere Runen, ein erzeugter Angriff mit einer Reihe von Eisspieltern, die Frostschäden verursachen und Gegner bei Berührung in die Luft schleudern. Okay, das lassen wir jetzt aber erstmal. Levita X verbessern, okay.
Okay, jetzt aber. Jetzt machen wir das Rad, mein kleiner Sohn. Jetzt wollte ich aber nur mal schnell was probieren. Und zwar, wir haben ja hier hinten, können wir das vielleicht mit so einem komischen Runenangriff kaputt schlagen. Geht auch nicht, scheiße. Wird ja sein können. Es passt. Das ist perfekt. Okay. Es geht los. Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Okay, wir können nichts machen. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist, und sei wachsam. Jawohl. Nicht der Gipfel, aber näher dran. Los da! Boah, jetzt geht der Fall hier runter. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau. Heißluftballon. Mini-Format. Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen Sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Erstmal looten. Looten und leveln, Leute. Zurück. Okay, scheint eine Falle zu sein. Der Tunnel, Junge. Kapiert. Vorsichtig.
Boah, das geht aber schnell, hä? Auf der Wache des Berges mit diesem Tunnel gefallen der Riesenumgang. Gut für uns. Oder für mich zumindest. Was egal ist. Können Sie mich verarschen? Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Okay, wir müssen dann im Kreis mitgehen. Ich hätte gar nicht rennen müssen, aber ich wollte halt schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Wir außen. Gegner voraus! Ja, die wird natürlich wieder mal nicht gebrutzelt. Wie kommen wir denn da oben an die Kiste ran? Boah. Wegen bleibt's unten. Ist alles schlechter eigentlich. Noch Heilung hier? Noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir doch schneller nach oben. Okay, also eine Siegel einbricht alles. Das ist ein Rage-Stein. Den brauchen wir nicht. Wir sind eh voll. Zu schwer. Klappt. Oder auch nicht. Sind wir noch zu schwer? Können hier auf jeden Fall mal runtergehen. Irgendwo wird schon im Weg sein. Na, da ist noch ein Stein. Okay, dann haben wir den auch noch runter. Wir bewegen uns. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Sagen. Bis dahin, wachsam bleiben. Das ist der Gegner runterkommen, das sieht richtig so arenamäßig aus. Kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viel. Du bist auch mein Sohn. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß.
Spaß war das? Verstehe. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Wie viel Spaß war das? Geil. Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Was? Ein Teil des Aufzugs steckt in der Wand fest. Eher hier oben, oder? Hier drüben. Weiter geht's. Atreus. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Sollten wir nicht weiter? Ja, schon klar, wenn ich erstmal hier das befreien muss. Mensch, ja, jetzt sind wir gelöscht. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Okay, Heilung liegt hier auch noch rum. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Dann würde es gleich irgendwas runterspringen und dann werden wir komplett unten wieder sein. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch. Beruhig dich, Junge, und bleib hinter mir. Will ich mich verarschen? Direkt hinter dir. Warte mal, müssen wir die Hände?
Alter Schwede! Was tust du da? Halt dich bereit! What the fuck? Halt. Wow, was war the fuck? Darf ich bitte mal umdrehen? Alter Schwede. Krasses Ding. Okay, gehen wir mal weiter. Könnte eine Yggdrasil-Wurzel sein. Ist das ein Harz? Sie können Harzen dieses Weltenbaum zerstören, indem sie Sprengkristalle mit elektrischer Energie kombinieren. Wir vorher wissen müssen. Also, Saxon spielt das erste Mal, ist klar, aber jetzt wissen wir auch, wie wir die Dinge da wegkriegen. Oder? Oh, können wir das hier schmeißen? Nee. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge. Die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja. Können wir nichts machen, oder? Sieht nicht so aus. Das ist doch der Zwerg Sindri. Halt! Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Boah.
das hilft mir nichts. Wisst ihr jetzt endlich mal? Geht es dir gut? Ja! Ich habe eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Aber ich weiß noch gar nicht wie. Das ist mir egal. Sei bereit! Was mach ich denn? Jetzt! Thank you.
What the fuck? Wow, wir haben es geschafft. Und du? Ah, aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Ah, was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh, danke. Oh, naja, warte. Ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Hm. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe, nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin, nein, und verklemmt, kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr. Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein, warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Fass ihn nicht genau. Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. Oh. Ja, den fass ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Bringen wir jetzt bestimmt diese komischen roten Dinger da weg. Schockpfeile. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Wow! Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne verändert. Wenn du auf das erstarrte Weltenbaumharz ziehst, führt die Schwingung auf. Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, ja, okay, sehr schön. Ja. So Leute, jetzt würde ich sagen, machen wir aber einen Cut an der Stelle und schauen natürlich in der nächsten Folge, wo es denn dort lang geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid und fleißig einschaltet, kommentiert, Abos gibt und. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi. Thank you.